Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Left Behind. Wir sind in irgendeiner großen Lagerhalle und versuchen jetzt irgendwie Saft zu bekommen. Hier steht der Generator und ich würde sagen, wir schmeißen ihn auch gleich mal an. Sollte doch eigentlich funktionieren. Hoffentlich. Nichts? Kein Saft. Verdammt. Okay. Wir müssen noch ein bisschen was finden, so wie es aussieht. Aber wir hatten uns beim letzten Mal ja eigentlich schon relativ genau umgeschaut. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir noch irgendwo Öl oder sowas finden oder Benzin. Ist ja tricky. Na ja, okay, irgendwo muss noch was sein. Und ich nehme mal an, dass wir immer noch nicht durch diese Tür kommen. So, was haben wir denn hier? Nichts. Tore, Tore, Tore. Hier im Truck war auch nichts weiter. Nicht, dass wir irgendwie eins der LKWs hier anzapfen müssen. Was müssen wir tun, Leute? Ich weiß es nicht. Vielleicht jetzt doch hier lang. Ich denke immer noch nicht, dass die Tür hier aufgehen wird. Na los. Nee. Okay. Grau unterlegt das Ganze. Okay. Also hier haben wir Steine. Steine, Steine, Steine und Autos. Lang verlassene Autos, die wahrscheinlich kein Benzin mehr haben. Okay. Also auf dem Truck da drüben liegt da irgendwas, glaube ich. Ach, guck mal hier. Okay, gut, das macht Sinn. Wir kommen ein Stückchen weiter. Seht ihr das da? Na gut. Na ganz toll. War's das jetzt hier oder wie? Da liegt auf jeden Fall was. Aber das kann es doch jetzt hier nicht gewesen sein, oder? Okay, vielleicht nachher, um mich vor irgendwas zu verstecken, was hier noch lauert. Aber hier gibt es echt nichts auf dem Truck. Schade. Außer eine bessere Übersicht natürlich. Kann ich da vielleicht an dem Rädchen drehen? Ich glaube ich aber auch nicht. Was soll mir das bringen? Nö, ist ja nur irgendwie eine Gas- oder Wasserleitung oder so. Nichts. So, wo bekommen wir jetzt hier den Saft eigentlich her? Was ist hier los? okay. Meinst du Not? Ich gehe auch gerne nochmal zurück, wenn das... Ehrlich jetzt. Okay. Leer. Vielleicht finde ich welches. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich doch irgendeinen Wagen hier anzapfen. Okay. So. Haben wir die Taschenlampe ausgechillt, mal das Ganze nochmal. Oh nein. Das ist nicht schön. Stalker sind wirklich das Mieseste eigentlich, finde ich. Okay, solange es nur einer ist, ist es vielleicht noch gut machbar, aber nein. Das scheint echt mehr zu sein. Okay, ich muss irgendwie hier hoch. Ich versuche. Okay, da ist der eine. Ist jetzt die Sache, wo kriege ich denn eigentlich mein Öl her oder mein Benzin? Hier irgendwo. Nö. Okay. Oh Gott, ich habe gerade irgendwie ein bisschen Bammel. So, schnell hier drauf. Ich meine, ich könnte die kalt machen. Einfach erschießen, vielleicht ein paar Kopfschüsse. Ich denke mal nicht, dass die hier hochkommen werden. Aber mit dem Messer würde das natürlich auch gehen. Die Waffe ist sehr laut. Ich habe aber Angst, dass die mich kalt machen, wenn ich mich hier lang schleiche. Oh Gott. Ehrlich jetzt.
Ich habe aber auch mit denen keine Ruhe und weiß nicht, wo ich überhaupt was finden könnte. Für unseren kleinen Benzinkanister. Okay. Okay, das haben die gehört. Alles klar. Krass. Okay, komm her. Ich versuche dir direkt in den Kopf zu schießen. Lauf nur weg. Okay, immer ruhig bleiben, Ellie. Wir machen die Viecher schon irgendwie kalt. Versteckt ist das Ding da hinter der Säule? Alter, Leute, die Musik, ey, krank. Wow. Komm bloß nicht hier hoch. Das ist gut, versteck dich ruhig. So, sehr schön. Puh. Schon 3 Schuss ging daneben, glaube ich. Ja. Drecksvieh, kommt ihr hoch? Alter, ehrlich jetzt? Alter! Ist nicht euer Ernst. Okay. Atmet euch, Ellie. Atmet euch. Oh, das gibt's nicht. Komm schon. Ganz ruhig. Oh oh. Muss treffen. Oh, wow. Kommt schon, sterbt. Ich habe nur noch 3 Schuss. Okay. Nein. Leute, ich muss jetzt hier runter. Ich muss ihn treffen. Ich will, dass er stirbt. Ja, komm her, wenn du dich traust. Komm schon. Komm, Kleines. Was ist das für ein Feigling von Stalker? Ehrlich jetzt. Aua. Komm schon, Ellie. Ah. Sehr gut. Okay. Hat funktioniert. Das reicht jetzt mal fürs Erste. Ja, klingt so. Okay. Jetzt Benzin. Okay, vielleicht ein bisschen Munition sammeln, falls wir was finden. Ich glaube, nur der eine hat bis jetzt was fallen lassen. Der hier auf jeden Fall nicht. Wo waren die andere Leiche? Hier hinten. Okay, leider nichts. Ist aber auch schade. Es ist krass, also. Guckt mal hier, Benzin. Sehr schön. Ach, wirklich. Dann nimmt der andere. Irgendwo muss was drin sein. Jackpot. Okay, wie geht das? Schlauch reinstecken und einfach ansaugen, oder? Na bitte. Okay. Sehr gut. Dürfte reichen. Ja, super. Wenigstens was. Wie viel Schuss habe ich? 6? Well, nicht gerade viel. Meinen guten Molotow hätte ich auch noch gehabt, aber den spare ich mir zur Not auf. Okay, so. Kanisterchen. Komm schon. Die haben auch mal ein Glück, die Helden in Videospielen, oder? Okay. Das sollte hoffentlich funktionieren. Und los geht's. Eins. Nein! Scheiße. Ich glaube, ich habe das noch nie verkackt. Aber jetzt. Und ein letztes Mal. Oh, oh mein Gott. Denk dran. Finger weg vom Elektrowasser. Verstanden? Hilfe! Ich habe mich gerade echt erschrocken. So. Wahrscheinlich kommen wir von da oben irgendwie auf den Truck. Das wäre natürlich super schön. Gibt es nämlich noch ein bisschen was für uns? Hier war auch was. Sehr gut. Irgendwelches Pulverzeugs. So, Ellie, hoch mit dir. Okay.
Hier geht's nicht lang. Dann nehmt hier drauf. Ruhig. Schau geradeaus. Alles wird gut. Du fällst nicht in das Wasser und wirst nicht frittiert. Oh Gott, ich hätte auch ein bisschen Panik, ehrlich gesagt. Ich habe auch irgendwie Panik, dass irgend so ein Lüftungsschacht hier den Geist aufgibt, um ehrlich zu sein. So. Da geht es raus. Ja. Komm ich da hin? Ach, hier liegt noch was. Moment. Er lebt zurück. Mitnehmen, was geht. Haben wir alles, ich denke schon. Okay. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht so ohne weiteres zum Ausgang kommen. Wäre natürlich schön, wenn ja. Hier geht's ja gar nicht weiter. Okay. Der Truck ist eine Sackgasse. Dann müssen wir wahrscheinlich jetzt hier runter. Hoffe ich jetzt einfach. Ich überlege gerade, aber das ist der einzige Weg. Okay. Ach cool, vielleicht können wir jetzt ja auch durch das Tor hier. Wäre natürlich super. Tor Nummer 1. Ist da der Zonk hinter? Eine. Oh Gott, Riesenpaletten. Okay. Dahinter ist, glaube ich, was. Juhu. Das sind kleine Schätze für mich. Denn wir haben ja so gut wie nichts und wirklich viel finden tut man hier auch nicht. Okay, so, ist jetzt die... Ach gut, klar, ich weiß. Wir müssen da hoch, von wo der Stalker gekommen ist. Aber Moment, bevor wir das Teil davor stellen, möchte ich sehen, was hier hinter ist. Bitte lass es nichts Böses sein. Nein, okay. Sehr schön. Okay, ich schau mal gerade. Ja, auf jeden Fall noch was zum Heilen. Und eine Nagelbombe. Super. Oh, guck mal hier, ich glaube. Was ist denn das? Sapiro EB0303. Komplett PC oder was? Mit allem drum und dran. So, Ellie, na dann los. Lass uns hier hoch. Ja, ich glaube, das dürfte reichen. Wobei, kommen wir denn überhaupt hier hoch? Sieht schlecht aus. Also generell bin ich ja der Meinung, dass wir das hier gegenschieben müssen. Weil von da auch dieser Stalker kam. Aber wir können doch nicht so hoch springen, oder? Ach, guckt mal. Yippie! Das Ding hätten wir eh hoch machen müssen. Sehr gut. Oh nein. So eine Scheiße. Ach, alles klar, okay. Gut. Ich bin natürlich lernfähig und weiß, was wir machen müssen. Das hält uns nicht. Aber dieser Stapel Kartons wird schon machen für uns. So. Da drüben ist nichts. War wackelige Angelegenheit. Okay. Wunderbar. Dass man auch immer so einen Weg findet, hier rüber zu kommen. Ich glaube, wenn ich überleben müsste in so einer Welt, ich wäre, glaube ich, aufgeschmissen. Für uns würde es dann keine stapelweise Kisten geben, die dann irgendein Tor für uns offen halten und so weiter. Okay. Hier ist nichts drin. Ich glaube, ich habe gerade irgendwas gehört. Na schön, egal. Wir werden sehen. Ich höre dich. Tja, wenn es mal nur einer ist. Nee. Ehrlich jetzt. Nicht witzig. Absolut nicht witzig. So, abgestochen. Oh oh. Wo kam der denn jetzt so schnell hierher? Puh. Angst. Okay, das ist ein bisschen Zeugs für uns. Nicht schlecht, ich weiß nicht, soll ich den abstechen oder mich hier vorarbeiten?
Ist die Frage, das könnte natürlich allerhand Zeugs geben. Oh Mann. Das ist echt krank. Wollt ihr mich denn verarschen? Ja, wo läuft der lang? Ehrlich jetzt. Lauf, Ellie, lauf. Oh mein Gott. Oh, ist ein Tod. Ach, gemein, dass der uns jetzt gesehen hat, ehrlich. Am besten ich lenke die ab und lauf einfach. Okay. Das Ganze jetzt nochmal. Vielleicht töte ich den noch lieber, der da gerade kam. So. Okay, er kommt. Das Essen nehme ich mir immer mit. Ach, ehrlich jetzt. Will es mich verarschen? Oh Gott, es sind mehr. Es sind viel zu viel. Oh. Oh, nein. Oh Gott. Krank. Wie krank ist das? Ich mag nicht mehr. Ich muss echt vorsichtiger werden. So. Okay. Jetzt wirklich ganz ruhig und mit Bedacht. Aber warum zum Teufel hören die denn so gut? Hilfe! Nein, oh Gott. Lauf, Ellie, lauf! Oh Gott, das schaffen wir nicht. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott, es wird nichts. Oh, komm schon. Nein! Oh Mann! Ehrlich jetzt? Krass. Was soll das? Also entweder das Teil sieht mich immer oder ich weiß auch nicht, was los ist. Puh, ganz ruhig jetzt. Wisst ihr was? Ich glaube, es sind Scherben, deswegen hat mich das Teil gehört. Ich versuche jetzt auf einen Platz zu locken und dann zu verbrennen. Ich glaube, das ist so fast das Klügste, was ich überhaupt machen kann. Denn ganz vorbeikommen werde ich da wahrscheinlich eh nicht. Also, nicht ohne gesehen zu werden. So, okay. Noch was herstellen geht leider nicht. Gucken wir mal. Okay, hier gibt es echt viel. Wow, geil. Die wollen auf jeden Fall, dass wir hier Items benutzen. Danach sieht es auf jeden Fall aus. So, geht alle mal hierher. Ja, schön alle auf einen Haufen. So. Okay, das war gut. Uah. So, hat er das jetzt gehört? Ich höre erstmal nichts mehr außer ihn. Ordentlicher Kopfschuss jetzt vielleicht. Sehr gut. So müsste das immer gehen. Nichts wie raus hier. Sehr gut. Na, wenigstens hatte ich noch eine Idee. Besser als gar nichts. Aber ich fand das doof. Der hat mich irgendwie so schnell mitbekommen, der Erste. Da wahrscheinlich war da am Boden irgendwelche kleinen Steinchen oder sonst irgendwas. Mag nichts verpassen. Haben wir hier noch ein bisschen Zeugs? Ich denke mal, hier ist keiner mehr. Ich kann mich ruhig etwas lauter benehmen. Oder bewegen. Puh. Coole Sache. Wirklich coole Sache. Ich hätte es wahrscheinlich auch schaffen können mit Durchlaufen und so, aber ein bisschen was ausprobieren möchte ich ja dann auch. Und hat ganz gut funktioniert, wie ich finde. So. Ja, nicht nur wir, Ellie, auch Klicker sind da. Oh Gott. Wo zum Teufel kommen die her? Ich will nicht. Boah, das gibt's doch gar nicht. Wo muss ich denn lang? Ich muss erstmal einen Überblick bekommen von der ganzen Lage.
Was sind wir jetzt einmal rumgelaufen? Klick, klick, klick. Oh Gott. Hoffentlich ist das jetzt hier nicht mein Tod. Aber das scheint erstmal ganz gut zu funktionieren. Guck mal hier, kann ich jetzt... Oh Gott. Boah. Hilfe! Es kommt. Meine Güte. Das ist echt böse hier. Ich glaube, ich kann jetzt in diesen abgesperrten Bereich. Es sind zwei. Es sind erstmal nur zwei. Okay. Ich komme mich jetzt irgendwie hier durch. Oh oh. Komm schon, Ellie. Mach das Tor auf und lauf. Oh, ich hab Angst. Oh Gott, sie sind hinter mir her. Oh oh. Kommt schon, haut ab. Oh nein. Es sind zu viel. Kommen die jetzt hier hoch? Oh ja. Oh oh. Oh Gott. Komm schon, können wir hier irgendwie... Das ist krank, Leute. Okay, ganz ruhig. Oh, die Scheiben. Ellie. Oh Mann, Klicker hinter uns. Scheiben, die einbrechen. Spring, 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 spring. Oh. Wow, das war knapp. Ist das dein Ernst? Sag's ja. Ein? Die Soldaten sehen doch, dass hier Licht brennt. Nein, die Außenlichter gehen nicht. Woher weißt du das? Melanie von den Fireflies hat's mir erzählt. Das sieht cool aus. Hast du Lust? Also, von mir aus gern. Wollen wir uns erst umgucken oder gleich? Ach komm, wir machen gleich, Leute. Mann, war das gerade knapp. Ja. Bist du bereit? Was machen wir? Wow, wow, wow. Riley, komm her. Nein, du schaffst das. Los. Oh Mann, das ist irre. Oh Mann. Ist ja auch genial gemacht, Leute. Wie viele Runden dürfen wir fahren? Komm schon, komm hier hoch, setz dich neben mich. Na, komm. Okay, warte. Mach mit. Es ist doch eigentlich ganz cool. Nein, 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 nein. Ich bin doch gerade erst drin. Oh. Lebe! Ui. Also, ich fand's toll. Da hast du's. Oh. Ich hab da noch was. Was ist das? Was sagt der Hase zum Igel? Was ist das? Du bist so spitzfindig. Nee, oder du hast noch ein Witzbuch entdeckt? Was bekam der Kannibale, als er zu spät zur Party kam? Die kalte Schulter. Hier, für dich. Ich glaube, die Sache mit dem Igel hatte sie Joel erzählt. Du könntest glatt wieder meine beste Freundin werden. Ich meine ja nur. Ich kenne dich doch. Ich meine ja nur. Sigh.
Okay, bist du bereit? Bereit. Was bestellt ein Hund im Restaurant? Bellkartoffeln. Ah! Oh, sehr gut, der war gut. Das ist doof. Ein gekochtes Ei am Morgen ist kaum zu schlagen. Witzig, lustig. Das gefällt mir. Ich lese gerade ein Buch über Antischwerkraft und ich kann es einfach nicht weglegen. Schön. Ja, der ist klasse. Warum wachsen auf dem Mond keine Blumen? Es gibt zu wenig Erde. Oh. Gottes Witze sind echt schlecht, aber egal. Wohin geht ein Wal zum Essen? Ins Wallokal. Oh. Albern. Das ist so albern. Aber lachen. Hm. Was heißt Geigenkasten auf Spanisch? Fidel Castro. Ja. Der war schlecht. Wie entstehen Kinder? Na, in Teamarbeit. Oh. Ja, ja. In Teamarbeit. Ja. Ich kannte mal einen tollen Witz über Amnesie. Aber ich hab ihn vergessen. Ist gut. Wie findet Knecht Ruprecht den Weg? Mit dem Routenplaner. Okay. Ja, okay, gut, der war nicht so. Woran baden Mücken gern? Ganz klar Insekten. Ah, der ist gut. Echt gut. Welche Worte machen jeden Hai glücklich? Mann über Bord. Oh, das ist fies. Das ist irgendwie fies. Diese beiden sind so blöd, ey. Wo haben Inder die Toilette? Oh, das weiß ich. Nee, am Ende des Ganges. Oh, der Fluss. So heißt dieser Fluss in Indien. Das war bis jetzt der Beste. Ja, klasse. Okay, ich gebe ehrlich zu, den habe ich nicht verstanden. Warum weint ein Alki, wenn er vom AA-Treffen kommt? Weil es so ernüchternd war. Oh Mann. Okay. Habe ich schon oft erlebt. Das war's? Das ist Katzen der ganze Witz? Im Mietshaus. Ein toller Witz. Ich lach mich gleich tot. Mietshaus. Ich finde den gut. Okay, mal gucken, wie viel jetzt hier noch kommen. Abendzeitungsschlagzeile. Comiczeichner tot aufgefunden. Tatumstände noch skizzenhaft. Ja, er ist cool. Oh Mann, ich liebe das Buch. Wie bezeichnet man einen ausgehungerten Vampir? Ah, oh, okay. Blutarm. Ja, okay. Okay, was macht ein Hacker am See? Oh! Fisch! Oh, so! Fisch mit pH! Das ist so doof! So was von doof! Ja, okay. Was hat ein Voyeur? Ein Fernrohr. Oh, wow, nein. Wo kauft ein Einarmiger ein? Im Second-Hand-Shop. Cool, ganz gut. Der eine Cola-Dose an den Kopf bekam. Zum Glück war es ein Softdrink. Aber, ja. Okay. Warum essen Blinde gern Mohnbrötchen? Da stehen immer so schöne Geschichten drauf. Oh, gemein. Oh, wie gemein. Ja. Sagt der große Stift zum kleinen Wachsmalstift. Oh, ist der doof. Den kannte ich schon. Okay, irgendwo hier war gerade ein Buch. Ellie, das müssen wir ausprobieren. Machen wir. Erstmal die Notiz hier lesen, Küchennotiz. Ich hoffe, die Musik und so, das gibt jetzt nicht wieder Probleme mit YouTube. Ich habe versucht, drüber zu quatschen, die anderen beiden haben ja auch geredet und gelacht. Hoffentlich hat das funktioniert. So, Donnerstag. Ich bin so ein Arschloch. Vor ein paar Tagen kam ich früh von meiner Patrouille zurück und da sitzt die kleine Ellie neben meinem Zelt und streichelt mein Pferd, während sie sich die Augen ausheult. Und was mache ich? Ich haue ab, bevor sie mich bemerkt. Ich meine, was zum Teufel sollte ich hier sagen? Hey, Winston. Hi, Ellie. Kannst du bitte aufhören zu weinen? Es stört mich, danke. Ja, das wäre toll gelaufen. Sie ist immer so fröhlich mit ihrer endlosen Fragerei, dass man gar nicht auf den Gedanken kommt, dass sie tief im Inneren so traurig ist. Sie trägt diese Maske wirklich gut. Ich bin so ein Arschloch. Ja, Ellie, vielleicht ein bisschen. Ist jetzt die Frage, ist Winston wirklich tot oder einfach nur abgehauen? Machst du das? Was? Pfeifen? So? Ah,
Okay, so. Übung macht den Meister. Genau. Oh, ich gebe auf. Du schaffst das. Vielleicht. Ah, nein, da gehen wir noch nicht hoch. Wir wollen auf jeden Fall noch den Automaten ausprobieren. Was mir auch auffällt ist... Was nur? Was macht sie da? Ach, die funktionieren auch deswegen. Ey, komm jetzt, wir müssen den Automaten noch ausprobieren. Wo war denn der gleich? Irgendwo da unten. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass The Last of Us eigentlich mit relativ wenig Musik auskommt. Das finde ich super. Okay, Automat. Du musst einfach den Anweisungen folgen. Die Musik. Nein, weißt du was? Du machst das. Okay, dann wollen wir doch mal drücken. Und los geht's. Okay, liebe Freunde, cool. Machen wir erstmal auf Liebe. Leichte Liebe. Willst du mich anmachen? Träum weiter. Machen wir okay. Liebe soll's sein. Wir können bestimmt mehr machen, oder? Ha, okay, lächeln. Position ändern. Mach mal X hier. Ein Engel. Okay, was Gruseliges. X, sieht cool aus. Das ist oh, doof. Jetzt mal eine Fratz, okay. So. Jetzt ein Knatschgesicht. Okay, jetzt albern gucken. Okay. Okay, jetzt ganz sexy. Wie sexy. Oh, schon fertig. Okay. Das ist ja cool. Okay, erneut versuchen und okay. Machen wir natürlich auf okay. Sieht toll aus. Was ist ein Facebook? Vielleicht bildet das Gesicht dann ein Buch ab. Facebook? Ja, natürlich. Share und Facebook. Nutzernamen eingeben. Was schreibe ich da? Einfach irgendwas? Deinen Nachnamen oder so. Okay. Und fertig. Oh, es teilt. Keine Internetverbindung. Was bedeutet das? Oder wir drucken unsere Bilder einfach aus. Oh, das ist cool. Gib uns ein paar Bilder. Ich kann nicht fassen, dass das funktioniert. Ich weiß. Neuer Versuch. Okay. Was? Oh, komm schon, verdammt! Das funktioniert, glaube ich, nicht, Leute. Jetzt ist es uns. Ich glaube, du hast recht. Also. Wollen wir uns weiter umsehen? Oh ja. Sie. Wieso klingt sie denn bitte so blöd? Ja, oder? So würde ich es machen. Achtung! Die 6 Uhr Schicht beginnt in 10 Minuten. Okay, jetzt ich. Alle Einwohner müssen stets einen aktuellen Ausweis bei sich tragen. Melden Sie jegliche Anzeichen einer Infektion sofort dem zuständigen Bereichsleiter. Nicht vergessen. Untätigkeit kostet Leben. Ja, das wäre viel besser. Ja, okay, Leute. 6 Uhr. Hey, die Rolltreppe funktioniert. Komm her. Machen wir. Man sieht doch schon, dass es hell wird. Aber was da oben ist, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe natürlich, wie immer, es hat euch gefallen. Ich fand die Stelle mit den Fotos gerade auch wieder genial. Ja, unterstützt mich, lasst ein Like da. Ja, hinterlasst mir fleißig Kommentare. Und bis zum nächsten Mal bei The Last of Us Left Behind.